When the country rings and the more your last can be English. Belfast. Warum werde ich nicht angezeigt? Nein, meine Kamera geht nicht. Warum nicht? Meine Cam geht nicht. Ah! Gar keine Cam geht gerade. Na gut. Dann muss ich heute ohne Cam spielen. Na Juti. Das ist ja mal ärgerlich. Starten wir das Spiel. Gott, wie peinlich. Unbeabsichtigt keine Cam mag ich nicht so prickelnd. Gucken wir mal, ob wenigstens das Spiel angezeigt wird. Jetzt wird sie, jetzt. Ah, jetzt leuchtet sie. Manchmal hilft es auch ein bisschen, an die Einstellung rumspielt. Manchmal hilft es, wenn man ein wenig an die Einstellung herumspielt. Mal sehen, wie sich das Speicher füllt. Linke Streifen unten. Das ist doch super, Leute. Kommunikation? Nee. Ja, da muss ich rennen. Und öffnen Chatty. Wir öffnen Chatty. Wir öffnen Chatty, 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 Chatty. Wo falls Zuschauer jetzt da sind und was geschrieben haben, wir müssen nochmal schreiben. Da ist jetzt nämlich nicht gelesen. Okay, auch schon mal meinen Begrüßungstext. Hallo und herzlich willkommen zu meinem 29. 7 Days to Die Stream. Wir haben Donnerstag, den 12. April 2018. 9.26 Uhr, Windows 7, Internetzeit. Test, Test, kann man 2018. Hören? Gut, man kann mich hören. Gut, man kann mich sehen. Das ist so wunderschön. Ich habe bis jetzt geklicht und geschuftet. Geklicht und geschuftet. Jetzt komme ich endlich, wenn auch etwas spät, zum Stream. Fünfzigtausend Tabs offen. Aus dem Spiel gucken. Genau, ich hatte irgendwas, was weg musste. Da fehlt hier Retzer, was weg muss. Weg. Cool, eine Magnum-Drohne. Magnum habe ich ja schon Rahmen und Griffe. Gott, das sind ja alles erbärmlichste Teile.
Können wir alles verbessern an dem Ding. Also solche Teile sind 91. Teile sind besser. Der Rest ist komplett schlechter. Schafft. Nee. Das dann schafft, habe ich leider nicht. Das macht nichts. Auf jeden Fall eine stärkere. Irgendwo. Irgendwo versuchen wir, die Zombies durchzudringen. Ich weiß nicht wo, aber es ist irgendwo. Ja, wo sind sie denn? Wo machen sie wieder meine Mauer kaputt? Problem. Ich spuck auch schon tagsüber. Schön an Spuckern ist, sie sind langsam. Manchmal funktioniert das nicht mehr. Das Spiel entbehrt nicht einiger Bugs. Beton mit. Oh, es ist richtig so, dass ich keinen Beton mit habe, damit ich diese Wand hier reparieren kann. Oh, tatsächlich was.
Okay. Ja, das ist echt nicht ohne. Sich teilweise nur erstaunt. Das dürfte von Anfang reichen. Wir haben es auch schon 4 sind frei sozusagen. Ich muss mal einen Beton holen. Die Betondinger reparieren. So. Jetzt wird es den Zombies schlimmer gehen. Noch mal warten. Ja, was ist da hinten? Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Ja, wunderschönen guten Tag, ganz entspannt. Du scheinst außerordentlich gut gelaunt zu sein. Ich müsste eigentlich auch außerordentlich gut gelaunt sein, weil ich jetzt eine dritte Nacht Schlaf bekommen habe. Also in der ersten Nacht 2 Stunden, in der zweiten Nacht 4 Stunden, diese Nacht wahrscheinlich sogar 6 Stunden. Aber da ich jeden Tag mit Kopfschmerzen aufwache, ist mein Tag nicht ganz so wunderschön. Und da ich nachher noch Handwerker erwarte, worauf ich keinen Bock habe, wird ein anstrengender Tag noch. Ich wünsche mir für die nächste Nacht wenigstens wieder sechs Stunden Schlaf. Und meine Nachbarn sind da rigoros. Du kannst echt nur den Zeitraum von 21 bis 5 schlafen.
jeden anderen Zeitpunkt wird etwas gepoltert. Zum Glück jetzt nicht super laut, keine Musik und so, aber die ein oder andere Tür knallt. Ruppelt ein bisschen. Es wird auf dem Balkon etwas laut gesprochen. Mach's best draus, das versuche ich. Ich werde vorher noch schön was essen, lecker. Ich habe heute ein Festmahl geplant. Und mit Festmahl im Bauch werde ich wohl hoffentlich genug Kraft haben, das alles zu machen. Dann habe ich noch erfolgreich Dinge bei eBay verscherbelt. Muss ich noch zur Post latschen, wenn der Handwerker da sind. Und ehe ich mich versehe, ist es schon wieder 18 Uhr. Ich gehe mich duschen und ins Bett. Also langsam aber sicher. Also es ist nicht ohne der heutige Tag. Der beginnt erst 14 Uhr richtig. Aber ich freue mich auf mein Festmahl, was ich mir vorher gönnen werde. Eisens alle. Bei mir war gerade die Handwerker durch. Ja, gerade die Handwerker durch. Bin die Woche noch zu Hause wegen Töchterchen. Fuß verknackst. Oh, die Ärmste. Aber sei doch froh, dass du zu Hause sein kannst. das ist eigentlich was Gutes. Ach, jetzt ist es dunkel, scheiße, jetzt kann ich nicht mehr verkaufen gehen. Läden haben in dem Spiel auch ihre Öffnungszeiten. Jetzt könnte Zombies kommen. Ich glaube, Zaun hier schräg hoch machen wird nicht viel bringen, das sieht bestimmt komisch aus. Sehr konzentriert, wie man mir vielleicht ansieht. Das Spiel macht, zieht mich voll in seinen Bann. Bin eh nicht mehr Vollzeit, sondern nur auf Abruf. War diese Woche eh nur Montag vorgesehen halt. Ah. Ja, ich weiß gar nicht, was du machst. Möchtest du mir verraten? Oder hast du schon mal drüber gesprochen? Sag mir, was du eigentlich machst. Bei welchen Berufsarten ist man auf Abruf? Feuerwehr, Krankendienst, Arzt, Anwalt? Nee. Wo ist man überall auf Abruf? Als Elektriker ist man durchaus auch auf Abruf. Oder als Klempner. Hat schon so viele Klempner bei mir. Wenn die an Feiertagen raus müssen, ach, das wird immer teuer. Das ist nicht gut. Man sollte sich mit Rohrleitung selber ein bisschen auskennen und ein bisschen was machen, damit man die nicht zu Weihnachten rausholen muss. Deswegen bin ich ein Fan von Sonderabstellhähnen, die einen Havarie verhindern, damit man bloß keinen Abrufshandwerker braucht. Mein Gott, durch diesen einen Satz bringst du mich gerade auf Themen hier. Meine Tätigkeit besteht im weitesten aus Autofahren. Ah ja. Okay, du möchtest aber nicht sagen, was? Ja, musst du nicht. Ich habe immer Berufe gesucht. Das ist auch schon eine Weile her. Ich wollte immer Auto fahren. Entweder als Postbote oder als Essensausträger. Das ist natürlich nichts mit Notrufen zu tun, aber ist mir gerade wieder eingefallen. Ich wollte immer eine Tätigkeit am Steuer sitzend ausüben. Hat man mir aber leider bis zum heutigen Tage nicht gegönnt. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr zu suchen. Dann hatte ich alle Stellen durch in meiner Umgebung. Kein erlernbarer Beruf. Mein ausbildungsloses Ehen ist nicht mehr gefragt. Das ist schade. Okay. Okay. Oh. Alles kaputt gemacht, die Zombies. Ich könnte.
mal diese innen. Los, kommen Zombies. Mal sehen, ob ihr jetzt auch noch lacht. Zwei fehlen. Oh, Mama! Wie die Motten in das Licht. Leute, die wollen ja auch nicht mal in Richtung. Die gehen ganz gezielt. Ich kann nicht mehr laufen. Also, nee. Der Schwierigkeitsgrad hat deutlich angezogen. Ich kann nicht mehr laufen. Das nervt. Nichts Schlimmeres als Bewegungsunfähigkeiten im Game. Ich muss mal flüchten. Bevor ich weiterlesen kann. Ja, machen wir das. Kein Bock mehr auf Zombies. Okidoki. So. Gerade die Fernsehtechniker braucht man kaum noch, beziehungsweise machen nicht wirklich Geld. Okay. Gerade die Fernsehtechnik. Weil wahrscheinlich jeder seinen Fernseher wegschmeißt und nicht neu kauft, wenn der alte kaputt ist, ne? Reparieren ist nicht mehr so. Ja, das kenne ich. Ich musste die Läden, die Fernsehläden, die müssen den Fernseher sogar weit wegschicken, einschicken, damit er überhaupt noch repariert werden kann. Also wir hatten mal einen Reparaturladen, der konnte auch mein Problem nicht lösen, leider. Naja, egal. Und da man Fernseher heute sowieso nur noch übers Internet guckt, brauchst du wahrscheinlich auch keine Satelliten mehr. Macht denn sowas? So. Mal repariert. Guck mal im Bunker, was da so los ist. Oh! Mama! Warum? Natürlich, weil das aus Haus geht. Da können sie auch inspawnen. Er kommt eigentlich durch, so groß wie er ist. Leute, das zählt als Spawnhaus für Zombies. Das muss ich UFO sagen. Hey, worin sind Zombies drin? Hm. Okay, ich gehe mal wieder nach Hause. Mal schön streifen dann. Ja, mittlerweile ist mein Grundstück so groß, dass man es von Weitem sieht. Hoffentlich sind sie nicht in meinen Bunker reingelaufen. Halt nicht. Böser Zombie. Böser Zombie. Was? Das Eisengitter haben sie ganz gelassen. Das nicht. Okay.
Okay, ich habe es auch ganz gelassen. War klar, dass sie das ja schon mal angreifen. Warum hat man es neu gebaut? Gefängnisfressende Zombies. Na komm schon. Hier sieht gut aus. So. Noch fünf Ingame-Stunden. Dann kann ich endlich zum Händler und ganz Krempel zurückbringen. Oma, auf die Wand noch was abgekriegt hat? Nö. Das ist ja schön, so wenn sie mit den Spikes hier. Ah, hier hat die Wand was abgekriegt. Wenn sie mit den Spikes beschäftigt sind. Das war schön, schöne Landschaft. Ich weiß noch leider nicht, wie man Screenshot macht. Weiß einer von euch? Wie man Steam-Screenshot macht? Schöne Landschaft, wunderschöne Landschaft. Ich muss mal ein Medipack nehmen. Ich habe nur noch 4. Das ist nicht so prägend. Die können ja schon mal zerlegen. So knapp vor Verrecken, ey. F12 oder Druck? Nur Druck? Ich mach mal F12. Ah, wunderbar, danke. Guck mal, die Mauer sieht immer so schön goldschimmernd aus des Morgens. Danke. Jetzt weiß ich, wie das geht. Hey, da steht, ich habe einen von zwei Polizisten getötet. Ich weiß auch bis heute nicht, wie ein Polizist im Game aussieht. Naja, lassen wir mal. So. Shotgun muss schon wieder repariert werden. Ja, bei so vielen Pistolen. Ich habe einfach diesen scheiß Pistolenbauplan nicht, um dieses Teil austauschen zu können. Das geht mir auf den Sack. Das geht mir auf den Sack. Was braucht der zum Reparieren? Auch so ein Ding. Compoundbogen. Das kannst du mal zerlegen. Shotgun. So Mollys habe ich die ganze Zeit unterwegs gesucht. Die Klinge hat mir nicht wirklich mehr Fett beschert. Die kann man auch nicht irgendwie. Weg damit. Genau, aus diesem Brot hier kann man solche Brote machen. Aus solchen Broten kann man dann unnatürliches Antibiotika machen. Dazu werde ich wahrscheinlich Wasser brauchen. Genau, daraus kann man schimmeliges Brot machen. Und Antibiotika gibt Kohle. Aber schade wegen deiner Unannehmlichkeiten mit den Nachbarn. Fühle mit dir. Danke. Das, ja. Das bedeutet mir viel. Wenn Menschen nicht mitfühlen können, finde ich immer ganz schrecklich. Das freut mich. Das ändert nicht das Problem aus. Tut trotzdem sehr gut. Aber an den Problemen arbeite ich Stück für Stück. Es wird 2 Jahre dauern, bis ich hier rauskomme, aber ich arbeite dran. Ich arbeite dran. So. Handschuhe mal reparieren hier. Warum Pflanzenfaserhandschuhe? So ein Unsinn. Eisenhandschuhe. Leder, Eisen, Klebeband. Kriegen wir hin.
So. Hoffentlich werben die nicht. Das Wort Unannehmlichkeiten trifft es nicht ganz. Nee, ja, tun sie zum Glück nicht. Ja, ich müsste noch irgendwo militärische Faser haben. Genau. Ja, einschieben. Okay. Das ist noch repariert. Oh. Reparieren mit geschmiedeten Eisen. Okay. Okay. Alles durchrepariert. Holo war schon wieder leicht angegriffen. Da weiß ich erfahrungsgemäß, dass ich Stoff brauche. Okay, jetzt habe ich ja schon mal alles durchrepariert. Hey! Meine Piercings sind kaputt. Wie repariert man die? Kann man nicht reparieren. Toll. Okay, hat sich die militärische Faser doch gelohnt. Aber wenn die alle ist, die militärische Faser, dann werde ich mir ein Eisending basteln. So. Ein Ziel hergestellt. Ziehen brauchen wir für Mollys. Für Mollys brauche ich halt jede Menge Stofffasern. Okay. Trübes Wasser kommt hier wieder rein. Im Grunde genommen kann ich die Schimmelbrote ja auch hier reinpacken. Das Antibiotika, was da draußen steht. Im Chemietisch ergibt mehr Sinn. So. Dauert. Oh. Ich muss mal geschmiedetes Eisen nachmachen. Sagen wir mal vielleicht 36. Genau. Und das Antibiotika, was man daraus macht. Dann will ich irgendwann noch mal versuchen, natürliches Antibiotika herzustellen, aber viel braucht man davon echt nicht. Ich habe so selten von Zombies erwischt. Baumaterialien. Kommen wir schon wieder an den Baukasten. Steine und diese Steine. Beton kommt dahin. Und die aktuellen Bausteine. Die machen da dazu. Genau, mal was essen und trinken zwischendurch. Zombies bringen aber Bier. Oh! Ich wollte doch schon vor einer Stunde einen Medizinkasten nehmen. Ich habe immer noch Energie 4. Ich bin verrückt, mit wie wenig Energie ich hier rumlaufe. So, läuft. Zieht sich in die Lorco-Ecke zurück, um verschiedene Sachen nebenbei zu machen. Okay. Dann viel Spaß und viel Erfolg, womit auch immer.
Kaffee brauche ich gar nicht mehr bei diesen krassen Biermengen. Schmiedet Eisen werde ich, jawohl. Schmiedet Eisen ist auch wieder unten rein. Stahlpfeile. Ich stelle mal 120 Stahlpfeile her. Da braucht man Nitrat und klares Wasser oder Nitrat und dreckiges Wasser. Nitrat. Läuft. Nitrat. Weit unterschätzter Rohstoff. Federn. Federn noch Federn, okay. Alles verkaufen. Und noch eine Pistole. Weil es ja wirklich langsam sehr viel. Egal wie gut die Teile sind, ich muss die jetzt verkaufen. Ich will die loswerden. Jetzt gehe ich erstmal zum Laden. Ja, ja, super Zeit, du Pfeile herstellt. Unterwegs suche ich gleich nochmal Federn. Macht ihr die Erde als Zeit? Unterwegs können wir gleich noch ein bisschen Steine jagen. Auf Steinjagd gehen. Wo bleibt heute eigentlich mein Publikum? Was für ein Tag haben wir heute? Donnerstag, ne? Donnerstag. So. If you break it, you buy it.
tatsächlich. Man kann Essen verkaufen, das ist schon mal gut. Warum kann ich die nicht verkaufen? Hat er kein Geld mehr oder was? Manchmal kann man Dinge einfach nicht verkaufen, das ergibt keinen Sinn. Auch den scheiß Bauplan. Aber Eisenbrustpanzer. Das sind Baupläne, die ich ihm gegeben habe. Oh cool, militärische Fasern. SWAT-Helm. Triggerblade. Ist ja geil. Die aktiviert irgendetwas Elektronisches. Schön Federn her. Muss ich nicht selber suchen als Nestern. Ihr Boot ist so scheiße, ich könnte jetzt mal davon rennen. Machen wir noch schnell zum anderen Händler. Den Weg ja noch grob im Kopf. Sehen, ob ich diesmal Weg auf Anhieb finde. Die Autos, die ich hier weggeballert habe, sind jedenfalls nicht neu gespawnt.
Achso, ich links halten müssen. Ist gerade aus, aber dann habe ich es. Ja, geht. Ja, den Weg rauf ich langsam. Ja, neun Stadt, wenn du sofort links hin musst. Ja, ich krieg das schon mal hin. Wichtig ist nur, dass mein Benzin noch reicht. Wenn wir hier in der Wüste sind, werden wir gleich nach Ölschiefer Ausschau halten. Das braucht man nämlich für Asphalt. Aber ist wirklich kein nicht mal eben leicht zu finden da um die Ecke Stoff. Deswegen ich jedes bisschen Ölschiefer, was ich beim Händler finde, aufkaufe. You better not bring any diseases into my store. Wir wollen die noch haben. Schrotflintenverschlussgehäuse. Das kaufe ich. Dart Trap. Irgendeine Art Dartfalle. Abgeschrägte Schrotflinte so einer hohen Qualität. Jetzt bin ich noch Geld mit. Was ist denn der Unsinn jetzt? Das ist doch zum Nachhinein rein. Ich kauf das mal. Ich wollte schon mal gucken, was es ist. Der hat eine richtig starke abgesicherte Schrotflinte. Schneebärsaft. Ach, Schneebärsaft bringt bloß Dinge. Boah. Schrotflintenteile. So hoher Qualität, muss ich mal gucken. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Oh, let me guess, you need to buy something. Oh, 8000 lang, dies Ass. No worries, gleich nochmal wieder. Deal's done. Ändere bloß nicht dein Dings. Fucker. Das ist so arsch viel Geld und dann kann ich mir. Ach, das kotzt, ey. Geh nicht ohne 20.000 aus dem Haus. Immer 20.000 mit sich tragen.
Ich wollte den da nicht. Dann sowas. Interessantes Ding. Das ist der siebte. Gib mal rasch Kohle her. Halt, stopp. Jetzt komme ich nicht an. Und gleich 2000 Benzin her. Bitte nicht schneiden. Ich nehme ja irgendwie nicht. Everything's for sale, even to an idiot like you. Okay. Don't let the door hit you on your way out. Antwort's ja. War eins hier rein. Teile. Da ist der Flipp. Da war rein. Das ist eine Wumme. Aus der Schrotflintenlauf, 214. Damn, you smell like the dead. You better have money. Kaufe ich mal die wieder zurück. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. Lauf 126 und 517. 126 und 517. Tatsächlich ist er stärker.
Okay. Das ist eine Karbume, ey. Was ist dies jetzt? Glänzt ja richtig so Wahnsinn. Okay, fucker. You respect the shop rules and we'll get along just fine. Also 55.000, damit bin ich jetzt ärmer. Aber das macht nichts. No Weil ich es ja gar nicht refunds. brauche. Deal's done. Now beat it, fucker. Sehr ruhig. Moment. Ich könnte mal einen dritten Handfall brauchen. Put away your weapon unless you'd like to die in my store. Bauplan Armbrust, ich brauche Bauplanpistole. Natürlich sollte man sich dabei nicht vertippen. Oh, hier steht immer, was er drin hat. Oh, das ist nicht ohne. Aber, nee. Well, how about you browse your ass right out of my store? Naja. 15.000 Reicher gemacht, sie sei dankbar. Okay, wo bin ich jetzt? Hier ist mein Moped. Fahren wir mal den Rand noch ein bisschen ab. Gucken noch ein bisschen nach Ölschiefer. Hier da drehe ich mal welchen gefunden, abgebaut zu haben. Das ist schon eine Ecke her. Das ist eine coole Hütte. Armee-Zelt. Tantos the Dark. Könnte ich irgendwie noch nicht so richtig mit der Sword of Shotgun anfreunden. Ich bevorzuge da lieber langläufige. Bei der relativ geringen Reichweite der Sword of kann man auch gleich zum Spike Club wechseln. Diese englischen Begriffe. Also ich gehe mal davon aus, Sword of, ja die abgesägte doch. Ich gehe mal ganz nah ran und schieße auf den Kopf. Das funzt auch nicht schlecht. Also ich komme damit klar. Für mich funktioniert das Ding. Aber in anderen Videospielen bevorzuge ich auch die Reichweite von langläufigen Schrotflinten. Auch hier in dem Spiel ist das alles nicht so wichtig. Wow! Aber hallo! Nähegun Receiver, cool. Zweite Nähegun Teil. Spül brauche ich nicht. Soll ich eh noch verbrennen? Das Blei. Brauche ich eigentlich nicht mehr sammeln. Ich halt durch den Laden immer genug. Mit den Spike Clubs meinst du wahrscheinlich Leute, die einfach nur die Zombies in Spikes reinlatschen lassen. Oder? Kann mich auch irren. Hallo? Boah. Das war gerade ein Framerate-Einbruch. Habt ihr das gesehen? Boah.
macht hier alles kaputt. Ihr könnt das wagen. Ist halt Zeit zerruppt. Schade. Die schöne Atmo des Feldplatzes. Ach ja, stimmt. Immer Tierfett. Wir brauchen Tierfett. Damit fährt nicht mein Moped. Ach, der lebt noch. Ach ja, zerlegen. Noch jemand ohne Führerschein, der meine Liebe verdient hat. Da hält man eigentlich auch sowas, Stoff. Oh, da war was drin gewesen. Schade. Das war ein Spielerschrank. Okay. Okay, hier wohnt jedenfalls so bald keiner mehr. Hast du da eben den Medizinschrank zerlegt? Jep. Hab ich. Ich verbiete mir jeden zynischen Kommentar in diese Richtung. Naja, ich hab's ein bisschen spät gesehen. Nicht so wild. Ich hab noch 20 Medizinkästen. So. Passt schon. Okay, ich bin eigentlich. Das ist ja was eigentlich. Na gut. Jetzt wird so ein Scheiß eingesammelt. Deswegen kriegt man Holz raus. Ich höre schon wieder Zombies. Oh, jetzt gehen Bock auf Zombies, ich will heim. Ich wollte auch unterwegs Steine sammeln, aber man kommt zu nichts. Kommt zu nichts in dem Game. Ja, jetzt nach Hause. Weil wenn ich jetzt schon mal so in so einem schönen großen Steinlager bin, nehme ich auch ein paar Steine mit. Für Beton. Beton, auch Beton, Beton brauche Steine. Unmengen. Alter, das ist natürlich kräftig geworden. Diesen Skill hier aufgewertet hab. Kann nebenbei schon Eisen zerlegen, das dauert immer ewig. Eigentlich musste man das nach Melzerei. Zu Eisen verarbeiten. Level 107. Naja. Schade, dass man aus den großen Steinen immer nur Eisen rauskriegt. Kein Nitrat.
Aber Munition mangelt's mir nicht, die Läden haben immer genug. Ich finde meine Ausdauer krass. Auch kein Kaffee oder Bier mehr. Haut die ganzen Felsen weg, ohne mit dem Wimper zu zucken. Ich bin nicht ganz so groß wie der Felsen in der Wüste. Wahnsinn. So. Mein Moped. Ich habe mir in letzter Zeit auch mal angewöhnt, die ganzen Knochen nicht immer wegzuwerfen. Klebstoff kann man überall gebrauchen. Wenn man mehr als zwei Leuten mit Shotgun spielt, geht das meist davon ohnehin in den Chemiestationen für Papier. Macht aus Knochen Klebstoff? Ich weiß überhaupt nicht, wofür man Knochen braucht. Ein Messer kann ich mir draus machen, so viel weiß ich. Ich habe bisher tonnenweise Knochen weggeschmissen. Aber auch die Hälfte behalten. Das heißt, ein Farmer weiß ja nie, habe ich noch. Hier fahren wir nach Hause. Ich mache wieder ordentlich ein paar Mengen Steine. Falls ich unterwegs noch auf einen kleinen stoße, nehme ich noch mit. Stoßen meine ich wörtlich, ich fahre nämlich ständig davor. Hier zum Beispiel. Du alter Kraft. Warte, die Hacke ist gleich kaputt. Ich habe mir meine ganz neue bauen. 300er, die kaputt ist. Statt immer nur zu reparieren, werden sie bei jedes Mal schwächer. Federn war ich nicht, nein. Ab nach Hause. Warum nicht gefunden? Ist ja geil. Das ist schade, dass hier keine Asphaltstraße lang geht. Das gucke ich mal bei Rezepten nach Knochen. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Wenn man mit dem Moped pfleglich umgeht, hält das auch ewig. Man muss nie ein neues basteln. Oh. Batterie. Moped hält immer auf 100%. Wir kommen bei meiner Burgpyramide.
Wo sich jeder Zombie in die Hosen vormacht. Ja, ich gleich noch ein bisschen weiter bauen. Oh, wo war das jetzt eine kaputte? Da. Schade. Zwei Steine. Steine. Was brauche ich für eine neue Dings? Das dauert jetzt wieder ewig. Ja, das kann ich nicht. Ach, ein kleines Häppchen. So, muss man so machen. So, das Ding brauchen wir zerlegen. Muss bestimmt eine Werkbank für, wa? Ich kenne doch dieses Spiel. Spitzhacke. Stahlspitzhacke. Nö, die könnte ich überall bauen. Na, mach mal. So, dann. Jetzt lege ich mal die nächsten kleinen Häppchen. Immer ein kleines Häppchen. Moment mal, das gerade die kracht und die donnert. Ist jetzt schon wieder Blutnacht? 182? Kann nicht sein. Egal. Die Zombies tun mir eh immer nur leid. Also so grauenhaft chancenlos sehe ich mich. Jetzt wieder, hat er doch alles. Das verstehe ich nicht. Geht doch. Sieht auch nicht rot aus. Kann mal jemand für mich 182 durch 7 rechnen? Ich bin verzweifelt gerade. Noch gar nichts rötlich, nicht mal in die Nähe von rötlich. Eisenstangen herstellen. Zwei. Genau. Jetzt habe ich eine ordentliche Menge Stein, um ordentliche Mengen Beton herzustellen. Das zerlegst du mal. Eisenkarnierschmeider. Also wie das Öl, das Blei.
Nehmen wir erstmal Nähgun Receiver. Nähgun Parts, Nähgun Receiver. Okay, zerlegen. Natürlich. Vierhunderteinunddreißig, dreihundertdrei, dreihundertdreiundzwanzig, dreihundertdreiundzwanzig. Okay, dreihundertdrei, dreihundertdreiundzwanzig. Hat das hier zu bieten? Alles im 200er Bereich. Ich denke, kann komplett weg. Das kann man verkaufen. Das hat er fallen lassen, der Bart. Das verkaufen wir. Zack. Ja, aber echt, ist jetzt gut, ne? Bin mir nicht so sicher. Nee, das ist alles viel zu unrot. Wenn nur noch ein Teil in der Waffe drin ist, ist einfach das Fenster für zusammenbauen schließen. Das letzte Teil bleibt dann für sich im Inventar. Ah, okay, danke für den Hinweis. Brauchte ich jetzt auch zum Glück noch nicht. Wo ist denn jetzt meine Spitzhacke? Ich habe doch eine Herstellung einer Spitzhacke in Auftrag gegeben. Fragt sich nur wo hier. Wunderbar. Jetzt nehme ich das Rechner, bin nervös. 182 durch 7. Ach du Scheiße, es ist Blutnacht. Warum ist denn alles unrot? Na gut, dann muss ich mich jetzt rüsten. Die Müll ja weg. Unnötige Bier. Lad mal nach. Oh, jetzt wird es tatsächlich rötlich. Lad mal nach. Mach das Ding mal aus. Okay, jetzt wird gekämpft, Leute. Die Spiele beginnen. Laden, 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 geladen. Gott, tun mir diese Zombies jedes Mal leid. Ich will das wieder wie früher von dort angreifen. Dort wäre schön.
Eisengitter hier zu reparieren, das nehme ich mühsam. Mal da hinten habe ich auch erhöht etwas. Okay, sie können kommen. Put, 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 put. Und ihr seid live dabei. Bei der Blutnacht. Ach, dann machen wir mein PC ein bisschen leiser. Das wird jetzt nämlich ein schön scheppern. So. Ja, das geht. Komm, Zombie, Zombie, Zombie. Komm, bot, bot, bot. Zombie, Zombie, Zombie. Ihr könnt nichts. Kommt her, ihr könnt nichts. Kommt her, wer nichts könnt. Los, komm, bot, bot, bot. Ständig ist irgendwie Blutnacht. Nur drauf wartet ist nie einer, aber nicht drauf wartet, kommt zu schnell. Vernichten sie sich meistens selber. Blutnacht, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Echt, das ist so. Ja! Manchmal kam es leider auch von dort. Wie ihr sagt, hier ist es reparieren und Tacken einfacher. Ja, das heißt einfacher. Tacken ein. Genial, wenn man halt hier noch eine Gitterreihe hinmacht und da noch eine Gitterreihe. Da verfangen sie sich immer dahinter. Kommen nicht mehr raus, sind zwischen Mauer und Gitter gefangen und krabbeln ewig auf den Spikes darum. Ich wüsste, dass ich das für immer so lassen wollen würde, würde ich alle Spikes mit Stahl machen. Auch so brauche ich sie eigentlich nicht zu reparieren. Es dauert ewig, bis die mal richtig kaputt gehen. Dreifach Eisen ist schon ganz schön heftig. Es kommt Zombies, ich habe keine Angst vor euch. Kommt. Put, 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 put. Zombie, 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 Zombie. Ihr könnt nichts, kommt her. Schicht der Jagd. Soll ich jetzt Angst kriegen oder was? Oder was hier? Komm hier, zack, hier. Ich ziehe an den oberen Kanten meiner Außenmauer immer noch einen kleinen Überhang. Ran, damit die Spider-Zombies nicht auf die Mauer klettern können. Das erspart ein einiges. Hab ich schon mal was von gehört? Das soll man aus Eisenstangen basteln. Hast du eine andere Idee für einen Überhang? Was kann er, der Zombie? Nichts kann er. Guck mal, gar nichts, gar nichts. Der geht immer weiter zurück. Okay, wo sind sie? Ja, die gehen alle auf meine Tür, ich hab's doch gewusst. So eine Scheiße. Nur, dass es drei Stahltüren sind. Und dass die Zombies es meistens nicht mal durch die Osche schaffen. Ja, hier erledigt ihr euch ja selber. Oh, Adler, die sind nervig, die sind auch verworfen und zögern. Oh, Scheiße. Mach ich mal Antibiotika, wenn die mich angreifen. Ich brauche da halt eine ordentliche Kettling, so mit 150 Schuss. Das ist mir viel zu wenig gewesen. Durch den Zaun, der Lappen.
Wenn man als Überhang die Eisengitter außen drumherum zieht, kann man sich da auch irgendwo draufstellen und durch die Gitter die Zombies unter sich beschießen. Wie geht das? Kann man die längs machen? Also hinlegen irgendwie? Oh, die Grünen sind fies. Die brauchen ewig, bis die sterben. Ich habe den Tag so 100 Tod reingeschossen. Die sollten nicht umfallen. Die könnten es durch die Mauer durchschaffen. Die Grünen sind richtig garstig. Eine andere Grüne hin. Gitter. Eisengitter. Heißen die auch so? Ich kenne nur Eisenzaun und Eisenstangen. Also ich muss das wissen fürs Eintippen ins Rezepte. Aua, nicht gucken! Ach du Scheiße! Der hat ja mein halben Ding weggeruppt! Ach du Scheiße! Die sind auch stärker angeknackst denn je, die Eisendinger. Boah! Ja, jemand hat den Server schwer gestellt, ohne mich zu fragen. Haha. Kannst ruhig schon da hinten verrecken, hier stehe ich. Das solche da kann ich gar nicht mehr ernst nehmen im Vergleich zu den Grünen. Ah, der ist explodiert, das ist super. Außerdem habe ich festgestellt, dass man mit Schüssen seinen eigenen Beton kaputt macht. Oh, Hund ist gut, Hund im Tierfett. Tierfett ist Benzin vom Moped. Wie stark die angeknackst sind. Halbe Zombie-Phase ist rum. Oh, keine Muni mehr. Macht nichts, wir haben ein paar Waffen mehr. Das war einer. Die sind ja gruselig aus, die sind neue. Ich kannte die noch nicht. Bleib doch einfach gleich da hinten. Level 108. Ja, du Renner kannst nicht, du wirst eh an einen Spikes krepieren.
Aber dass dir das da weggesprengt hat, das war schon oberfies. In Maui! Auch der Wauwau wird an meinen Starren vergehen. Komm, bring doch mal 10 Grüne, damit ich eine Herausforderung habe. Da hinten zum Beispiel. Aua, hier oben wird immer kaputt durch die Spucker. Die drei interessantesten Zombies sind eigentlich immer nur die Polizisten, die Soldaten und die Ferals. Polizisten habe ich noch nie gesehen. Nur einen habe ich mal aus Versehen getötet, weiß auch nicht, welcher das war. Also wird da bei mir angezeigt, dass ich einen Polizisten getötet habe. Polizisten haben gern mal Shotguns dabei, wenn man sie tötet, bevor sie sich sprengen. Bei den Soldaten und Ferals hat man sogar gute Chancen auf Sniper, AKs. Geh in Launcher, okay. Gruselig. Das sind Soldaten, ne? Ich weiß nicht, wie Polizisten aussehen. So Leute, das war die 26. Blutnacht. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Ach, Footballspieler, die sind abgekloppt. Ja, lauf mal da ruhig rein und lass dir die Beine brechen. Kommt eh nicht durch die Mauer, dahinter ist nur Erde. Weil ich auf einen Berg gebaut habe. Ihr würdet euch nur durch Erde gehen. Mein Beton haben wir schon ganz schön angekratzt, ne? Braucht noch Platz hier. Ein Stein zum Reparieren, Eisen zum Reparieren. Das tut's erstmal. Beton hole ich dann später. Oh, hier ist noch irgendwo ein Schreier-Zombie. Das war noch nicht ganz die Blutnacht, die letzte. Was sind eigentlich das für diese? Sind das Ferals? Kann man den Begriff nur nicht anfangen. Müsst ihr immer alles kaputt machen. Ich mach schöne Jens, ihr macht's wieder kaputt. Wir haben es 2 Uhr. Es ist vorbei. Ja, noch nicht ganz. Da ist noch einer ohne Führerschein. Wo mache ich das hier oben schon wieder, Jens?
Mama hat immer von bösen Spuckern eine drauf. Und kratzt. Das war hässlicher. Ich glaube, jetzt kann man sich langsam rauswagen, ne? Hier vor einer Antibiotika. Und Medi. Kann ich erstmal wieder wegpacken, weil ich keine Muni mehr habe, schlichtweg. Aber ich weiß ja jetzt, wie man Muni herstellt. Mal reparieren wir so. Jetzt metzeln wir noch ein bisschen mit der Hand sozusagen nach. Ich werde wahrscheinlich Erde brauchen. Jetzt habe ich ja eine Menge Erde kaputt gemacht haben. Ja, das müsste zum Reparieren reichen. Oh, die haben sich ja schon verbeult, die Tür. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du heilige Scheiße! Mach mal ein bisschen lauter wieder. Gut, jetzt habe ich die Steine nicht mitgenommen. Wenn ich sie irgendwie reinschaffe, ja. Irgendwo höre ich sie noch rumwüten. Ebenenboten, Ebenenboten. Da hinten wieder Ebenenboten hin. Dann setzen wir hier einen Stein hin. Erstmal kräftig repariert. Stufen. Steinplattenstufen. Eine bitte. Danke. So. Ja, Beton kommt später. Jetzt looten wir erst mal ein paar tausend Zombie. Die auf witzige Weise in der Luft hängen. Ach, du weißt noch, wozu sich das alles mit ganze Mühe gelohnt hat. Ach, das hier ist ja mal, hört, dass das jetzt alles weggesprengt hat hier. Das war böse. Das pure Böse. Wahnsinn. Ach du Scheiße.
Okay. Warum? Irgendwas, was total Müll ist, was man nicht braucht. Das war auch ein Moment. Das war nicht, das war nicht, das war nicht. Das kann man gleich zerlegen. Das kann man zerlegen. Das kann man zerlegen. Das kann er zerlegen. Kann er zerlegen. Ich höre immer noch Zombies irgendwo. Pistolengriff kann man verlegen. Richtig ordentliches Messer aus, wenn man geil. Glaubt an Verbandskasten. Cool. Habe ich noch nicht gelesen. Muss ich sofort notieren. Du hattest der Rechner langsam, wenn das RAM so voll ist. Und Bogen sehen, ne? Kann man zerlegen. Ja, wo wütet denn dieser nervige Zombie rum? Ich höre die ganze Zeit irgendwo ein Zombie wüten. Klingt, als wäre er bei mir drin irgendwo. Bein gebrochen, das Aas. Okay. Oh, was er kaputt gemacht hat. Leider ist kaputt. Ah, da wird Zeit gehabt. Mach sie. Ich brauch kein Blei. By the way, du kannst in der Werkbank auch einzelne Waffenteile kombinieren und ihre Qualität erhöhen. Das sagst du mir jetzt? Das wäre eine Info gewesen, die ich auch schon ein paar tausend Jahre früher gebrauchen können. Also man kann die kombinieren, die Waffenteile. Ist ja mal was.
scheint alles in Ordnung zu sein. Jetzt wieder. Und ich schmeiß die kleinen Tracker auch nochmal weg. Da war was los. Okay. Hier schon wieder irgendwo ein Zombie wüten. Muss doch nicht sein. Ja, es wird lauter. Oh, da ist es drinnen rot. Warum schießt denn der nicht? Ich will ein größeres Inventar! Aua! Da haben sie auch durchgewühlt. Du kannst die Items auch direkt aus dem Loot-Inventar heraus zerlegen, ohne sie erst in dein... Das sagst du mir jetzt! Mann, Mann, Mann! Oh, hier hinten ist er ja auch nicht mehr geschützt. Oh, haben die hier gewütet. Zerlegen. Zerlegen. Knochen kann er wegschmeißen, braucht man nicht. Hier brauche ich im Moment auch nicht. Ja, jetzt haben sie alles platt gemacht. Das ist gut. Muss ich die Spikes nicht abbauen. Ich wollte das hier eh noch alles betonieren. Das war ich damit. Okay. Ich mach die Dinger, alle Allianz. Das ist immer da, das grenzt als an Frechheit.
Die haben mich mal richtig gewütet. Bin echt schon an meine Grenzen. Du bist da hoch. Ist der Hammer. Ach, nö. Dann brauchst du da einen halben Tag, um alles einzusortieren. Weg. Weg mit dem Rotz. Klebeband. Öl. Das Messer ist geil, damit will ich mal ein paar Zombies zerlegen. Eine ordentliche Menge Fett. Das kann man verkaufen. Das kann man verkaufen. Das kann man verkaufen. Das kann man essen. So wirklich schnell. Die Schienen natürlich nicht mehr hier drin. Jetzt wird langsam wieder lichter. Noch da doch nicht reden. So. Tyrians, ich freue mich. Hier. Natürlich auch erwischt ohne Ende.
Nicht ganz. Hier, was das hier so sagt. Das doch nicht, die doch nicht. Geht's ganz? Na gut, jetzt kann ich einen Beton holen. Weggesprengt der Arsch. Wahnsinn. Ja, wenn Zombies auch mal am Wüten sind. Oh, er hat dabei. Egal. Ach, da wird Beton.
Wahnsinn. Eine halbe Stunde oder fast eine Dreiviertelstunde ihr braucht. Nur um das durch eine Blutnacht beschädigt wieder zu reparieren. Ich glaube, bis ich mit meinem Wehrbau fertig bin, verbringe ich erstmal keine Blutnächte mehr hier drin. Das kostet dann einfach zu viel Zeit, zu viel Real-Life-Zeit. Das ist mir zu heftig. Ach, scheiße. Hallo, Uliki. Du kommst aber günstig. Zum Ende des Streams. Your base looks epic. Thank you. Auf jeden Fall, dass es ernst gemeint ist. So. Okay, Leute, da muss ich jetzt langsam mal langsam auch sicher. Muss ich denn mal? Oh. Thank you for following Mr. English speaking Xbox? No, PC. Kein Grund, den Block gleich abzureißen zu müssen. Mit dem Pinsel hättest du da wieder kommst du drauf malen können. Ich habe keine Ahnung, wie man malt. Ich weiß nicht mal, wo ich einen Pinsel kriege. Aber ja, Cobblestone hätte ich gerne. Das ist der Hauptgrund, warum ich das nicht betoniere. Weil es hübsch aussieht. Muss ich da Pinsel in der Werkbank eingeben, oder was? Ach, wir haben sich auch durchgewühlt. Seht ihr das? Schwachstellen. Oh ja, wenn ich weiß, wie man das pinselt, dann wird's witzig. Dann wird's hübsch. So. Ja, ernten müsste ich auch mal wieder. Ach, man kommt zu nichts in den Game. Darf ich meckern? Ja, selbstverständlich. Meckern ist erlaubt. Ich höre schon wieder Zombies. Ich hab schon keinen Bock mehr. Hier muss ich auch mal wieder ernten. Man kommt zu nichts. Man ist die meiste Zeit nur mit Ernten oder Reparieren oder Umbacken von Gegenständen beschäftigt. Was Neues zu bauen, das ist echt nie Zeit. Deswegen, wie gesagt, die nächste Blutnacht verbringe ich erstmal nicht hier. Ich will erst meine Festung fertig kriegen. Die Pylonen anders setzen.
schreib mir deine Ideen auf. Warum, wohin und ich bin für jeden Tipp, der mir dabei hilft, das schneller reparieren zu können, offen. Auch wenn ich den Stream jetzt beende, ich bin immer noch eine Weile in meinem Chat und gucke, ob jemand da schreibt. Also immer schreib mir deine Ideen hin. Und warum, wieso, weshalb. Bis jetzt habe ich ja schon meine gute Taktik gefunden hier, dass ich mich nicht mehr an meinen eigenen Dingern hier verletze. Was gerade misslungen ist. Ein Vorführeffekt. Auch Sinn und Zweck war es, dass ich hier rauskomme und mich nicht mehr verletze an den Dingern. Deswegen diese Metalldinger hier überall. Ein Loch graben. Die drehen und reinsetzen. Dann haben Zombies keine Angriffsfläche bekommen, aber Schaden. Wie, die Dinge kann man irgendwie drehen? Ja, gedrückt halten. Mach Sachen. Ach, gut, das hat ja mal nicht geklappt. Moment, aber die drehen ganz feste Besen. Du sollst sie nicht setzen. Und nochmal. Nein, jetzt bin ich auch sprachlos. Das heißt, ich soll sie quasi an die Wand pappen. Da können sie meine Wand nicht mehr tun, richtig? Schützt das Wände? Und Face geht sogar noch schneller als Advanced. Ja, ja. Spitze nach unten und ins Loch. Nach unten? Nach unten macht... Du meinst so hier? Und denn? Was passiert denn? Also ich verletze mich jetzt schon mal nicht mehr an den Dingern. Das finde ich äußerst praktisch. Doch, wenn ich drüber laufe, verletze ich mich noch. Ich verstehe das mit dem Loch nicht. Kannst du mir mal eine Zeichnung machen? Solche Dinger wie Gräben, wo Zombies reinfallen, hatte ich schon. So eine Ideen hatte ich schon. Aber ich möchte auch mal meinen Grundriss hier trotzdem zu Ende machen. Du kannst kein Loch graben? Doch, kann ich. Ich weiß bloß nicht, wie ich es ringsherum umsetzen soll, weil ich auf einem Berg gebaut habe. Aber das mache ich jetzt auch mehr aus optischen Gründen als aus nutzvollen Gründen. Aber ich habe die Grundidee jetzt grob gerafft. Will ich auch und aus irgendwelchen Gründen die Dinge auf den Boden packen mit der Spitze. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich mache das auch mal. Also bei Gelegenheit mal testen. So können die Zombies nicht zwischen den Spikes rutschen und sie angreifen. Weil oben eine ebene Fläche ist. Also die bleiben dann hängen. Das muss mal jemand noch sagen. Warum sagt ihr mir das, nachdem ich über 500 Spikes so rum aufgestellt habe? Das heißt 500, das werden schon an die 1000 sein. Mann, bis man hier mal die guten Tipps kriegt von seinem Publikum. Oh ne, ich wollte mich ja eh
bisschen selber rausfinden und so. Mein Gott, grab ein verschlissenes Loch und setz ihn rein. Ja, ich habe das schon ungefähr kapiert. Ich buddel jetzt trotzdem in der letzten Sekunde noch kein Loch, weil ich will jetzt den Stream beenden. Wenn man ganz viel Langeweile hat, kann man da dann auch noch einmal alles mit Stacheldraht überziehen. Ach du Scheiße. Okay. Ja, ja, immer wieder Ruhe. Mich nicht überfordern an einem Tag. Ich werde die Lochidee bei meinem Hochstand umsetzen. Die nächste Blutnacht verbringe ich wieder bei meinem Hochstand und da teste ich das mal. Na gut, danke für die vielen Tipps. Ich bin jetzt erst einmal an Stacheldraht, werde ich auch nicht vergessen, so schnell den Tipp. Zehn Patronen haben sie wieder gegeben, der Zombie macht mal den Müll weg. Ach du Scheiße. Schmiedetes Eis brauchen wir wirklich viel. Okay. Pistolen brauche ich nicht, weil ich es eh nicht zerlegen kann. Also, ich habe das Rezept dafür nicht. Kann ich so machen. So, wenn ihr jetzt noch was sagen wollt, müsst ihr jetzt was machen oder für immer schweigen. Müsst ihr jetzt noch sagen oder für immer schweigen? Oh, cool. Wir dürfen den Streamer jetzt küssen oder so ähnlich. Moment. Das 504er lasse ich mir doch hier fallen. Fünf sechsundneunzig, fünf neunzig, fünf sechsundzwanzig, fünf vier. Dann hat Herr Dinge noch gesagt, man kann die irgendwie noch untereinander kombinieren. Ich mecker später weiter. Perfekt, so machen wir es. 10 Rottenfleisch plus 15 Potikamzium. Was ist das schon wieder? 10 Dirt lassen sich im Mixer gut für Dünger für die Felder. Ja, da habe ich schon mal von gehört, dass man da Dünger draus machen kann. Das war mir aber nicht nötig, weil die Pflanzen wachsen mir eh zu schnell. Ich bin jetzt schon nur am Ernten aller 5 Minuten gefühlt, weil ich nicht zum Bauen komme. Also das Spiel überfordert mich schon mit der Geschwindigkeit. Von daher, das Letzte, was ich brauche, ist Dünger, dass man schneller wächst oder so. Das ist nicht gut. Okay, da ich heute einen sehr harten Nachmittag vor mir habe, werde ich wohl heute nicht mehr erscheinen. Aber vielleicht werde ich morgen wieder streamen. Wir werden es sehen. Jetzt sage ich erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Tüdelidüdelidü. Ding Dong Day und Tuckelebusch.